Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir schauen uns den Diesel Raycar Simulator nochmals an. Denn seit dem 18. November gibt es eine neue Public Beta für das neue Scenery Update, was demnächst rauskommt. Und das finde ich sehr spannend, was er hier macht. Er hat auch vorher schon zwei Maps aktualisiert mit den neuen Sachen, die er drin hat. Unter anderem Mountain Pass. Wenn wir uns das mal hier anschauen, vorher, nachher, das sind wirklich Weltenunterschiede hier von der Grafik. Auch hier der kleine Bahnhof, das ist de facto ein komplett anderes Spiel. Also er hat sehr viele neue Assets mit reinbracht, an der Grafikschraube gedreht und wow, ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Auch die neueste Map, die North Landen, also die gab es vorher schon, die ist einfach nur jetzt geupdatet. Wenn man sich mal hier den Unterschied ansieht, das ist der Wahnsinn. Auch da hier, der Junction, Hammer. Und da bin ich schon mal drauf gespannt, was die ganzen Kartenersteller daraus machen werden. Mit den ganzen neuen Assets und den Grafiktools, die jetzt im Spiel drinnen sind. Ich würde sagen, wir holen uns mal eine Class 40 und werden die North Landen Route mal abfahren. Zumindest ein Teilstück davon. Und tun uns mal selbst davon überzeugen, wie die Grafik denn jetzt aussieht. Schaut mal hier, die Brücke. Das sieht so viel besser aus. Also, ich würde sagen, ich gehe ins Spiel und dann geht's los. Ja, und damit wären wir jetzt auch schon im Spiel. Wir sind mit einer Class 40 unterwegs und das ist ein Rolling Start. Aber da sehen wir schon mal die absolute Grafikpracht. Das sieht einfach Wahnsinn aus. Eins gleich vorweg. Das Video an sich ist zwar in 60 FPS, aber mit dem neuen Beta-Update hier hat das Spiel schlechte Frames. Also jetzt hier mit maximalen Einstellungen bin ich so im Schnitt zwischen 20 und 35 Frames, je nachdem, was er gerade lädt. Also 60 FPS erreiche ich da noch nicht. Das hat er aber auch erwähnt in der Public Beta, dass die Frames momentan noch schlecht sind und er daran arbeitet. Ich meine, er macht das für sich ganz allein und das, was er da in den ganzen Jahren, wo er jetzt schon dran ist, gemacht hat, ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Außenkamera. Ah, das sieht geil aus. Hammermäßig. Also, wenn wir uns mal die Panorama-Cam mal hier anschauen. Ich meine, das ganze Grünzeugs, das war vorher alles nicht da. Und eine Expressfahrt jetzt mit der Class 40 ist einfach ideal. Ja, da sehen wir das meiste jetzt hier mal von der Strecke. Und wie gesagt, wenn euch die langweilig ist, die Strecke, dann gibt es immer noch die Mountain Pass Strecke und die ganzen anderen, die werden jetzt noch geupgradet, dass die mit dem neuen Beta-Update auch funktionieren. Aber da müssen entsprechend die Ersteller nachziehen, dass es funktioniert. Mal schauen, wie es aussieht aus dem Bereich vom Passagier. Bin mir nicht sicher, ob sie das hier drin auch aktualisiert haben. Sieht aber auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und auch die Aussicht. Ich meinte ja auch, die Lichteffekte sind jetzt neu. Haben wir den ganzen Schatten und Co. Und tschüss hier. So, nachdem wir ja sowieso jetzt nur Vorbeifahrten haben, können wir uns das eigentlich hier mal ausblenden. Was er irgendwie nicht tut. Schade. Warum tust du das nicht ausblenden? Lass mal ganz kurz an. Wieder aus. Ah. Mit F2. Super. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum hier die Schwellen nicht da sind. Ah, jetzt sind sie da.
Ich meinte, das wäre noch irgendein Bug, den ich im letzten Changelog gesehen habe, dass die dann gern hier mal drunter verschwinden. Das ist aber nur teilweise so der Fall. Aber gibt Schlimmeres. Und wie gesagt, das ist eine Beta. Und als er die Beta jetzt rausgehauen hat, hat er jetzt fast täglich kleine Updates gebracht. Und wenn ihr da auch irgendwie Bugs seht, dann schreibt es dann gerade rein ins Forum auf Steam oder halt in den Announcement-Kanal. Und dann ist er dann eigentlich recht schnell dahinter. Ja, man sieht hier zum Beispiel, da ist jetzt mal kurz auf 18 FPS runter. Das hat er noch nicht ganz so gern. Und das wohlgemerkt mit einer 4090, die da jetzt gerade arbeitet. Oh, das Portal hat er mir auch schön gemacht. Sehr nice. Ja, da tauchen die Schwellen gerade wieder auf. Wie gesagt, ist ein Bug. In ein paar Tagen sollte es eigentlich wieder behoben sein. Beziehungsweise, wenn das Video dann für euch rauskommt, dürfte schon längst behoben sein. Aber trotzdem wollte ich euch das mal zeigen hier. Oh, das ist neu. Aber das Geilste an dem ganzen Simulator ist wirklich da die Physiksimulation, inklusive die Simulation da dieser Drehgestelle. Wenn wir uns das mal hier ansehen. Es ist halt schon mega sexy, wie sie sich das umgesetzt haben. Inklusive das Wackeln von den ganzen Wagen. Ich weiß nicht, ob man das hier so halbwegs gut sieht. Ja, doch. Okay. Nicht viel los hier in dem Wagen. Dort dieser kleine Teich hier. Wirklich schön. Ja, ich freue mich drauf, wenn dann die anderen Strecken auch noch updated sind, die Frames dann passen und diese kleinen Schönheitsfehler ausgebessert sind und ein bisschen mehr zu fahren. Und wenn dann ein bisschen mehr Fahrzeuge kommen. Ich meine, es hat jetzt schon einige, aber es darf gerne mal ein bisschen mehr sein. Oh, das hat aber spät geladen hier. So eine kleine Stellwerkssimulation könnte ich mir hier drin noch sehr gut vorstellen. Ich meine, dynamische Fahrpläne hat es ja schon. Das hat man ja schon bei der allerersten Folge, wo ich ja recht lang warten musste. Was ja ein cooles Feature ist. Aber wenn, dann kommt es erst in ein paar Jahren. Oder wenn er mehr Personal hat. Zu schnell hier.
Oh, das ist auch eine geile Kameraansicht. Das Schöne ist, dass er die Ansicht halt nicht von alleine wechselt, sondern dass man das manuell machen kann. Oh, da wartet ein Kollege. Mein Kollege. Ah, das könnte ich mir den ganzen Tag so ansehen. So, gehen wir wieder mal vorne rein. Der nächste. Ah, so falls es noch gar nicht aufgefallen ist, ich fahre momentan nicht selber. Ich bin im sogenannten Watch-Mode erstmal drin. Sprich, die KI fährt. Und währenddessen kann man halt mitfahren und halt sich die Landschaft und so weiter angucken. Ich dachte, das wäre jetzt hier mal ein bisschen besser. Einfach zum Gucken, ohne dass ich mich jetzt da um das Fahren selber konzentrieren muss. Aber man hat hier schon echt guten Einblick. So ein Watch-Mode würde ich mir noch für TS Classic wünschen. Dass man das bei jedem Szenario machen könnte. Nice. Okay, ich würde sagen, da haben wir jetzt mal ganz guten Einblick gekriegt. Wir gehen jetzt mal auf die Mountain Pass Linie und schauen uns mal an, wie die so aussieht. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt auf der Mountain Pass Linie und wir sind momentan in Linton, Abfahrt um 10 Uhr. Das ist in 20 Sekunden der Fall. Ebenfalls wieder Watch Mode, damit wir uns mal hier die Umgebung genauer anschauen können. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal in den Führerstand rein. Der ist soweit bereit. So, 5 Sekunden, dann sehen wir auch die korrekte Abfahrt. Da ist der Basser. Einmal zurückbassern. Und los geht's. Ah, das ist noch cool mit der Gangschaltung zu fahren. Mache ich noch gern. Hier ist wenigstens detailgetreu umgesetzt. Nächster Halt, Pullock Sill Brooks Summit, Ankunft 10.06 Uhr. Gehe ich mal davon aus, dass das pünktlich sein wird. Ah, hier, das Tunnelportal. Sieht wirklich schön aus. Das Interface kann ich eh ausblenden, nachdem die KI hier fährt. Ja, ab und zu sind die Gleise noch ein bisschen wonky. Oh, schöne Schräglage hier. Das Klackern. Haben wir noch irgendwie... Ah, das ist auch eine schöne Ansicht.
gerade dieses Hydraulikgeräusch beim Gangschalten. Das ist ein echt nettes Teil, also dieses Tsch. Da hat sich ABS einmal gemeldet. Da, jetzt gerade wieder. Schauen wir uns auch hier mal kurz die Drehgestelle an. Ja, jetzt ist die Brücke im Weg. Ah, ist schon geil. Cooler Effekt. Gibt es auch eine Ansicht für... Ah ja, wir machen eine Innenansicht. Sieht eigentlich auch ganz okay aus. Klar, könnte man noch ein bisschen besser machen und ein bisschen ausdetaillieren, aber... So, das passt schon. Limit von 40 Meilen pro Stunde. Oh. Oh, was ist denn das für ein geiles Viadukt hier? Oh, nice. Ja, gefällt mir. So langsam 25. War da eine Zugbegegnung hier? Ne, sieht nicht so aus. Können da gerade durchfahren. Irgendwann mal. Dann werde ich auch mal so perfekt fahren wie die KI. So in 5 Jahren mal. Oh ja, das ist gerade so eine Stelle, wo die Frames gerade nicht so geil sind. Das ist so bei 17 FPS. Scheint ein bisschen abhängig davon zu sein, in welche Richtung man schaut. So zum Beispiel sind es jetzt gerade 30 FPS. Also man kann die FPS auch limitieren. Ich habe das mal komplett offen gemacht und höher als 30 geht er aktuell nicht in der Einstellung. Also es wird vermutlich besser laufen, wenn man die Grafikeinstellung runterdreht, aber ich muss euch da mal mit maximaler Qualität zeigen. On time, Abfahrt um 7 nach. Und ich würde sagen, wir fahren mal bis Collinhurston zur Demonstration. Und den Rest würde ich sagen, schaut es euch dann selber an und fahrt selber. Also das ist wirklich ein Projekt, was man unterstützen sollte. Über 40 Sekunden noch. Gehen wir mal wieder hier rein. Was ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe, ist, ob man bei Watch Mode einfach die Steuerung übernehmen kann. Oh, ich kann tatsächlich ein bisschen was machen. Aber vermutlich wird die KI das dann gerade wieder zurücksetzen. Ja, Wasser geht auch. Naja, wollen wir sie mal nicht kaputt machen.
Ah, oh, da geht's gerade mit 60 Meilen pro Stunde weiter. Wenn wir sie denn überhaupt erreichen. Ich will mal von hier nochmal den Gangwechsel geben. Ah, shit, das war weiter vorne. Na egal. Ich finde das so schade, dass sie das in TS Classic und ich glaube in Transim World nicht so authentisch umgesetzt haben, dass man halt wirklich runtergehen muss vom Gas, Gang wechselt und dann hochschaltet. Weil da kannst du einfach hochschalten mit dem Gang. Also in Transim World und TS Classic. Panoramic Cam. Mal ausnutzen, wenn man hier schon so tolle Grafik hat. Oh, da geht's aber steil nach unten. Auch da jetzt beispielsweise wieder 17 FPS, wenn man da nach hinten schaut. Und sobald es wieder in die andere Richtung geht, ist er wieder bei 30 FPS. Ja, ist vermutlich nur eine Kleinigkeit. Ah, Bethesda. Da ist vermutlich irgendwie das Schotterbett so hoch oder so. Im Rendering. Aber da wäre es cool, wenn die Mauer nicht ganz so hoch wäre. Wenn man den Zug hier mal ein bisschen besser sieht. Ja, müssen wir diesmal warten oder mal gerade direkt die Einfahrt. Ja, doch, wir haben Einfahrt. Über das Spickwesen noch ein Signal stellen. Der wollte uns nur abbremsen. Oh, da steht sogar jemand. Hey, was bist denn du für einer? Ich glaube, dich habe ich als Dieselvariante noch gar nie gesehen. Was bist denn du für eine Klasse? Also wenn es gerade jemand weiß, gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber das sehe ich jetzt gerade wirklich zum ersten Mal. Mal kurz nach da vorne bewegen. Ja, du erinnerst mich eigentlich an den EMU, der so aussieht. Oder so ein bisschen so ähnlich. Aber nicht als Diesel. Und weg fährt er. Ja, und wenn er noch geilere Diesel-Sounds kriegt, wäre das auch noch geil. Oha. Was bist denn du für ein geiles Gebäude hier? Krass. Sieht aber echt cool aus, da mit den Details. Ja, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein. Das ist erstmal das Beta-Preview von dem neuen Scenery-Update, was für den Diesel-Railcar-Simulator kommt.
Wenn ihr das habt, einfach für die Beta anmelden, also beim Spiel rechtsklick Eigenschaften gehen, die neue Beta auswählen, dann habt ihr das und dann könnt ihr da auf zwei Strecken aktuell das neue Szenerie-Update mal selber ausprobieren. Und da bin ich mal gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und wir sehen uns demnächst im neuen Abenteuer. Tschüss! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.